es war immer sie, die gesagt hat, komm, macht etwas, steht auf. Ich erinnere mich an die Aktion in Bangladesch, als wir da zu den Rohingyas gefahren sind, um für sie eine Hilfskampagne zu starten. Es war Nora, nicht, die diese Kampagne gelanciert hat. Ich meine, sie hat uns lange davon versucht zu überzeugen. Ich war sehr skeptisch, dahin zu fahren. Ich habe das lange eigentlich abgelehnt und sie hat wiederholt darauf bestanden und gesagt, doch, die brauchen uns jetzt, die Ärmsten, die Schwächsten dort im Grenzgebiet zu Myanmar, die brauchen jetzt uns. Wir müssen da hinfahren, wir müssen diese Angelegenheit internationalisieren, wir müssen das öffentlich machen, wir müssen den Leuten vor Ort aufzeigen mit unserer Präsenz, was hier passiert. Aber was ich wirklich hier vielleicht nochmal unterzeichnen oder unterstreichen möchte, ist, was sie ausgemacht hat, ist ihre Beharrlichkeit, ganz ehrlich gesagt. Also es gibt ja fast kein Projekt, was Nora in die Hand genommen hat, was dann nicht zu Ende geführt wurde, aber was auch mit Beharrlichkeit verfolgt wurde. Also es war auch nichts zu viel. Subhanallah, yani, ihr müsst euch so vorstellen, dass Nora Ili auch die Mutter war, sie war auch die Ehefrau. Und sie war aber zusätzlich Vollblutaktivistin und das fast an allen Fronten, die wir offen hatten. War so stylisch, für mich war das ja damals noch sehr wichtig, stylisch, cool drauf, dann noch Muslima praktizieren. Ich kannte sie seit 2009 und sie hat mich sehr gestärkt, sie hat mich inspiriert, sie hat mir Mut gemacht und ich bin unglaublich froh, sie gekannt haben zu dürfen.